שלח לך, גוד זק צו משה רבנו, שלח לך אנשים ויתורו את הארץ. שיק די מנשן, שפיונה, די דס לנד אוס שפיוניין זול. Eine sehr bedauerliche Parasha. Rashi fragt gleich am Anfang, Lama nismecha Parashat Meraglim le Parashat Miriam. In der Parasha davor, sie hat beendet mit der Geschichte mit Miriam Anevia, mit der Prophetin Miriam, wie sie über ihren lieben Bruder Moshe Rabbeinu, wie sie über ihm Lashon Hara gesprochen hat. Was hat sie schon gesprochen über Moshe Rabbeinu? Sie hat ihn nur verglichen mit den anderen Propheten. Sie wusste aber nicht, dass Moshe Rabbeinu ein besonderer Prophet ist. Das war schon eine üble Nachrede. Und noch dazu, über wen? Über Moshe Rabbeinu, der Bruder, der sie sehr geliebt hat und sie hat ihn sehr geliebt. Wer ist Moshe Anav? Er war auch sehr, sehr bescheiden. Und überhaupt, er hat ihr zu verdanken, dass er überhaupt auf die Welt gekommen ist. Trotzdem, Gott hat sie bestraft, Miriam Anevia, und Miriam musste 7 Tage lang, sie hat einen Aussatz bekommen und sie musste 7 Tage lang außerhalb vom Lager musste sie bleiben. Und das ganze Volk Israel hat 7 Tage lang gewartet, bis sie wieder rein geworden ist, damit sie wieder weiterfahren können. Am Tag danach, einen Tag später, war das mit den Meraglim. Am Tag danach, am 7. Tag, wo Miriam schon rein geworden ist, ihr habt es gesehen, die Strafe von Miriam Anevia für so eine kleine Nachrede, Lashon Hara, für so etwas Kleines, sie hat ja nichts Schlechtes über ihn gesagt. Trotzdem, so eine Strafe, 7 Tage lang ein Aussatz, 7 Tage lang außerhalb des Lagers und alle wissen jetzt über sie Bescheid, sie ist unrein. Ihr habt das gesehen mit den eigenen Augen. Nicht, dass ihr eine Geschichte gehört habt oder ihr wart beim Schul von Raschamonow, er hat es euch erzählt. Nein, nein, ihr habt es mit euren eigenen Augen gesehen. Und trotzdem, ihr habt davon nichts gelernt, ihr habt es noch weiterhin. Eure Zunge ist noch weiterhin war offen für üble Nachrede. Die haben nachher ihre Strafe bekommen. Wir sehen hierbei, die Parasha sagt uns, Schlach lecha anashim, es ist so, als ob es ein Befehl Gottes ist. Schick dir Spione, damit sie das Land ausspionieren. Aber wenn wir sehen, eigentlich die Initiative, sie kam nicht von Gott. Im Buch Dvarim, 5. Buch, ja, dort im 1. Kapitel sagt Moshe Rabbeinu, Vatikrevun elai kulechem. Ihr seid alle zu mir gekommen. Vatomeru nishlecha anashim lefanenu. Veyachperu lanu et haaretz. Wir wollen schicken für uns Leute, damit sie das Land ausspionieren. Das Wort ausspionieren hier. Veyachperu lanu et haaretz. Was ist Veyachperu? So wie graben. Ja, man grabt und man forscht und schaut, was dort los ist. Das ist Veyachperu. Damit wir spionieren das Land, sie haben das Wort Veyachperu. Veyachperu, graben. Et haaretz, veyashivu otanu davar. Das heißt, sie haben selber, das Volk selber hat Moshe Rabbeinu gebetet. Moshe, wir wollen bitte Spione schicken, damit sie das Land ausspionieren, damit wir sehen, wo wir gehen. Damit wir sehen, wie wir das Land erobern sollen. Damit wir sehen, ob es wirklich so gut ist oder nicht. Nebenbei sage ich da, Brit Krutalas Fatayim, muss man sehr, sehr aufpassen. Es steht geschrieben, ein Bündnis gibt es mit den Lippen. Brit Krutalas Fatayim. Manchmal Leute sagen irgendwelche Sachen und sie wissen nicht, dass das, was sie sagen, welche Sachen es verändern kann. Was haben sie da für ein Wort benutzt? Veyachperu lanu et haaretz. Wir sollen es spüren, aber Yachperu heißt auf Hebräisch, dass sie schaufeln. Dass sie schaufeln uns das Land und schauen, was dort los ist. Ist ein anderes Wort für spionieren. Veyachperu lanu et haaretz. Yachperu schaufeln.
Wie wir wissen, was war nachher die Strafe für diese Tat von den Spionen? Gott hat gesagt, keiner von denen, die jetzt leben, von den 600.000 Männern und die Frauen, die dort waren, keiner von euch wird in das Heilige Land reinkommen. Alle werden in der Wüste werden sterben. Und was war? Genau an dem Tag, an dem sie geweint haben. Welcher Tag war das? Das war Tisha B'Av. Genau an dem Tag sagt Gott, ihr habt geweint umsonst, ihr werdet jetzt generationenlang. Jedes Jahr an diesem Tag werdet ihr weinen, leider Gottes, bis heute. Bis heute, 2016, zu Tisha B'Av. Wir hoffen, dass bis am kommenden Monat Besat Hashem Moschiach kommen wird und wir schon nicht mehr Tisha B'Av fasten müssen. Aber bis zum jetzigen Augenblick, wir trauern jedes Jahr am 9. Ab. Fast so sehr, sehr viele Tragödien sind passiert am 9. Ab. Warum? Wegen dem einen Weinen, das sie damals geweint haben. Unnötig. Umsonst. Das war ihre Strafe. Wie am 9. Ab mussten alle sich Gräber graben. Jeder hat seinen eigenen Grab gegraben. In der Nacht gehen alle schlafen. Und dann steht man ab und man sagt, Hibadlu achaim min hametim, trennt euch jetzt die Lebenden von den Toten. Und die, die am Leben geblieben sind, die sind aufgestanden. Und leider Gottes, jedes Jahr, 40 Jahre lang in der Wüste, jedes Jahr über 15.000 Menschen in dieser eine Nacht sterben. Über 15.000 Menschen, jedes Jahr 40 Jahre lang. Die leben, stehen auf. Und sie begraben nachher die anderen und marschieren weiter. Und so jedes Jahr in diesen 40 Jahren. Bis am Ende, das letzte Jahr, da lernen wir noch etwas dazu. Am letzten Jahr, das letzte Jahr, die letzten übrig gebliebenen von der alten Generation, 15.000, wiederum alle graben ihre Gräber und schlafen dort in der Früh, alle wachen auf. Auch die 15.000. Ah, die haben gesagt, kann sein, vielleicht haben wir uns verwechselt, verzählt. Heute ist vielleicht der 8. Ab. Und wiederum, am nächsten Tag wieder alle schlafen im Grab. Und am nächsten Tag wieder, bis zum 15. Ab, die sehen schon Vollmond, am 15. ist immer Vollmond. Die sehen Vollmond, das heißt, wir haben uns nicht verzählt. Das ist ein Zeichen, dass Gott uns den letzten 15.000, die noch übrig geblieben sind von der letzten Generation, diese Sünde verziehen hat und wir werden noch weiterhin leben. Seitdem ist nachher der 15. Ab ein Feiertag. Nebenbei, warum sind sie lebendig geblieben? Nein, die Tora erzählt uns schon alles. Nicht deswegen. Sondern diese 15.000, die übrig geblieben sind, 40 Jahre lang. Wie hätten wir reagiert am 9. Ab? Jeder weiß, kann sein, ich bin einer von den 15.000. Wir haben Schma Israel alle Mittag gelesen. Schma Israel und mit voller Kavana und jeder, Ribono Sholam, Chatat Yabiti Pashat, ich habe gesündigt. Wer weiß, vielleicht, morgen stehe ich nicht mehr auf. Und so 40 Jahre lang, alle haben, vielleicht stehe ich morgen nicht auf, alle haben mit einer super Kavana, mit super Gedanken haben sie alle das Abendgebet gebetet und sind so schlafen gegangen. Nicht 40, Entschuldigung, 39 Jahre. Am 40. Jahr, da bleiben jetzt nur noch die restlichen 15.000, die sicher sterben müssen. Wie haben sie jetzt gebetet? Was für ein Schma Israel haben sie jetzt gesagt? Jetzt, die wissen schon aus, das ist schon jetzt, das letzte Jahr. Jetzt, wir sind schon sicher in der schwarzen Liste. Jetzt ist es nicht, vielleicht stehen wir auf, vielleicht nicht. Und deswegen, da war ihr Gebet so hundertprozentig vom tiefsten Herzen, das hat ihr Urteil nachher verbessert und so sind sie im Leben geblieben. Weil vorher, die 39 Jahre davor, die waren doch im Zweifel. Kann sein, vielleicht auch nicht. Eins zu, ja, kann sein, ich bin einer von den 15.000, aber kann sein, ich bin einer von den anderen, die lebendig bleiben. Aber im letzten Jahr, da war das Gebet so stark,
sie sind nach ihrem Leben geblieben. Jetzt, wir sehen davon einerseits, dass hier in dieser Parasha sagt uns, dass Gott gesagt hat zu Moshe, schlachlich Anashim, schickte diese Spione. Aber dann, im Buch Dvarim, sehen wir, dass das eigentlich nicht von Gott kam, sondern eher vom Volk. Das Volk hat zu Moshe Rabbeinu gesagt, Moshe, wir wollen Spione. Wir wollen Spione schicken, wer weiß, wie, was, wo. Es gab einen Rabbiner, Rabbi Shlomo Kluger. Rabbi Shlomo Kluger, er ist gekommen in eine Stadt, er ist von seiner Stadt, wo er Oberrabbiner war. Er ist weggelaufen, oder besser gesagt, man hat ihn weglaufen lassen, weil er hat dort, es gab einen Schochet, der nicht die Gebote gefolgt ist, die man folgen sollte, und er hat diesen Schochet das rausgeschmissen. Ah, so, und dann alle dort, die ganze Gemeinde, das Komitee der Gemeinde, haben ihn rausgeschmissen. Und er ist gegangen in eine andere Stadt, ich will dort ein Lehrer sein. Er kommt zum Oberrabbiner von der anderen Stadt, Rabbi Ephraim Zalman Margaliot. Er bittet ihm, sagt ihm, bitte, ich komme von einer anderen Stadt, mein Name ist Shlomo Kluger, ich möchte bitte in Ihrer Stadt einen Shiur halten, einen Vortrag halten. Sagt er, okay, kein Problem, mach jeden Tag, außer Dienstag 20 Uhr kannst du jeden Tag machen, aber sonst, sagt er, aber ich will, dass auch Sie dabei sind. Sie, der Oberrabbiner, ich will, dass auch Sie dabei sind. Wieso? Weil so, wenn die Gemeinde sieht, dass sogar der Oberrabbiner in diesem Shiur sitzt, oh, die werden nachher anders auf mich schauen. Und so werden sie nachher mir ihre Kinder zum Shiur oder zum Lernen werden sie ihre Kinder schicken. Und jetzt eine Mitzwa, einem Gelehrten zu helfen, sagt darauf, kein Problem, ich bin dort bei dir im Shiur. Nun, er hält einen Vortrag, Shlomo Kluger, einer der Gdolei Olam. Er hat einen wunderschönen Vortrag in dieser Parasha. Und alle, psch, psch, wow. Am Ende, Chazaku Baruch, Shkoyach, und er geht runter. Aber er sieht, dass der Rab war irgendwie, hat so ein Gesicht gemacht. Sagt der Rebbe, stimmt was nicht? Habe ich Sie verletzt? Habe ich irgendwas falsch gesagt? Nein, du hast zwar alles schön und gut, aber du hast einen Fehler gesagt. Du hast gesagt, es waren 24 Spione. In Wirklichkeit, wie viele waren es? 12. Sagt der Rebbe, ja, 12 steht in der Tora geschrieben. Aber wenn Sie im Talmud Yerushalmi sehen und in Tosfot im Talmud, dort steht geschrieben, dass Moshe Rabbeinu geschickt hat, nicht 12, sondern 24. Wieso? Steht geschrieben, Ish Echad. Von jedem Stamm hat Moshe Rabbeinu geschickt einen Fürsten plus noch Nosekela, einen Diener für den Fürsten. Das heißt, es war immer ein Fürst, und der Fürst wird es nicht seine Koffer tragen. Es muss doch irgendjemand sein, der für den Fürsten seine Sachen trägt. Und das heißt, es waren insgesamt 24. Ah ja, Chazak und Baruch, Kol HaKavod, das habe ich vergessen, das stimmt, es war so. Dann, diese Spione, wie haben sie ausgeschaut? So wie wir alle normal, also die weißhäutig. Knan, die sind gekommen von Kusch. Ja? Das heißt, dort, die waren alle schwarz. Moshe Rabbeinu schickt jetzt 24 weiße Leute in ein Land, wo alle schwarz sind. Und das, seid unauffällig, ihr seid Spione. Jetzt bitte. 24 weiße Leute in einem Land, wo alle schwarz sind. Wie willst du unauffällig sein? Spione schickst du 1, 2, nun, schlimmstenfalls 3, das ist schon zu viel. Du schickst die 24 Leute. 24 Leute, die ganz anders ausschauen als die, die dort leben. Und die sollen unauffällig sein. Ui, da steht geschrieben, Gott hat extra für sie gemacht. Absichtlich hat er gemacht dort viele Levajot. Viele von denen sind gestorben und Begräbnisse, damit die Knanim mit den Toten sich beschäftigen und die nachher in Ruhe lassen, damit sie alles spionieren können. Aber sie haben im Auge etwas gesehen. Viele Beerdigungen.
Doch sie haben das, was sie gesehen haben, haben sie es anders interpretiert. Das heißt, anstatt sich zu bedanken, anstatt sich bei Gott zu bedanken, sagen, Gott, danke, du hast für uns jetzt eine einfachere Arbeit gemacht. Du hast uns jetzt etwas Gutes gemacht, sodass wir jetzt unauffällig uns dahin schleichen können. Stattdessen kommen sie und reden schlecht über das Land. Das nennt man Kfui Tova, das ist Undankbarkeit. Wir denken alle, das sind wirklich undankbare Leute. Aber wie schaut es mit uns aus? Sind wir nicht vielleicht manchmal noch schlimmer als diese Spione? Da die Spione, die haben bekommen, jeder von den Fürsten hat bekommen einen Diener, der mit ihnen zusammen war. Unauffällig, dass sie dort unauffällig waren, ungestört. Aber wir sind wir nicht auch diese, wir haben seit wir Babys sind, haben wir eine Dienerin, die nennt man Mama. Und diese Mama, sie dient uns, als wir klein sind, macht sich Sorgen um uns, wenn wir größer sind. Und anstatt, dass wir uns bei der Mama bedanken, reden wir lieber nicht darüber, was man macht. Ui. Aber wir müssen wissen, eine Sache, Kinder, das muss ich euch jetzt erzählen. In dieser Welt gibt es etwas, was man nennt Midah Keneged Midah. Die Welt ist rund. Und genauso wie du dich benimmst, wenn du undankbar bist, genauso kommt diese Undankbarkeit zu dir nachher zurück. Genauso wie du dich verhaltest den anderen gegenüber, genau dasselbe kommt zu dir zurück. Es war einmal, ein junger Mann hat geheiratet mit einer jungen Frau, haben nach langer, langer Zeit einen Sohn bekommen und die Mutter ist in einer Tragödie, ist sie gestorben. Der Vater erzieht seinen Sohn alleine. Die Zeit ist gekommen, 18 plus, nun muss man schon suchen, eine Braut. Er findet ihm eine junge, hübsche Frau. Weise, gescheit, gutes Mädchen. Von einem guten Haus. Und sie machen eine Hochzeit. Der Vater sagt ihm, schau, für was willst du jetzt dir eine extra Mietwohnung irgendwo mieten? All das, was ich habe, gehört dir. Ich bin schon alt geworden. Er war schon über 90. Bin schon alt. Ich habe in meinem ganzen Haus ein kleines Zimmer, dort werde ich wohnen. Das ganze Haus gehört dir. Mach damit, was du willst. Aber schade, dass du jetzt irgendwo anders gehst und das ganze Geld, alles, was ich habe, gehört dir im Endeffekt. Sagt er, ja, Papa, du hast recht. Und sie haben gelebt gemeinsam, aber das Mädchen, die Frau, der alte Mann stört uns hier. Und sie kommt zu ihrem Mann und sagt ihm jedes Mal mit einer neuen Sache, ach, weißt du, wenn dein Vater nicht da wäre, was für einen Genuss hätten wir jetzt gehabt. Oder sie kommt zu ihm und sagt, weißt du, ich will jetzt meinen Bademantel ausziehen, aber dein Vater ist da und ich kann das nicht tun. Oder sie weiß, wenn dein Vater jetzt nicht da wäre, ich könnte dich jetzt so schön massieren. Und wenn dein Vater, und jedes Mal, sie macht ihn, und irgendwann einmal hat es gereicht. Er sagt, es ist jetzt wirklich schon zu viel. Er sagt, Papa, komm, ich will mit dir spazieren gehen. Sagt er, mein Sohn, ich bin schon alt, meine Füße gehen nicht mehr. Wie bist du? Papa, ich bin stark, ich trage dich auf meinen Rücken. Okay, er trägt ihn auf den Rücken und sagt, komm, wir gehen in den Wald. Sie gehen in den Wald, immer tiefer und tiefer in den Wald. Sagt ihm, mein Sohn, schau, dass wir nicht zu weit weggehen, weil damit es dir nicht schwer wird, nachher zurückzugehen. Nein, nein, Papa, ich bin stark, hab keine Angst. Und sie gehen weiter und weiter und weiter und weiter, bis sie ganz tief im Wald drinnen sind, wo keine Menschenseele ist. Es gab dort einen kleinen Brunnen. Er sagt, Papa, ich bin ein bisschen müde geworden, ich lasse dich kurz los. Steckt ihn dort neben dem Brunnen. Und plötzlich der Vater haut sich in die Stirn und sagt, Oi, gewandt! Sagt er ihm, ich erinnere mich, vor 50 Jahren habe auch ich meinen Vater hierher gebracht. Vor 50 Jahren habe auch ich meinen Vater hierher gebracht und jetzt sehe ich mich da, dasselbe ist jetzt wieder zu mir zurückgekommen. Das heißt, als der Vater mal jung war,
War genau dieselbe Geschichte mit dem Vater. Und er hat seinen Vater irgendwo in ihm, dort am selben Platz liegen lassen. Das heißt, Mida kenegen Mida, wie du dich verhältst zum anderen, dasselbe kommt zu dir zurück. Das ist jetzt, haben wir ein Beispiel, zwar ein schlechtes Beispiel gegeben, vom Schlechten her. Aber Mida Tova Gdolat Pi Chamesh Meot, das Gute kommt genauso zurück um das 500-fache. Beim Schlechten ist es 1:1. Du hast was Schlechtes gemacht, du bekommst genau das Schlechte zurück. Aber beim Guten ist es mal 500. Miriam hat gewartet kurz. Ein paar Augenblicke hat sie gewartet für Moshe Rabbeinu dort am Nilus bei der Teva. Das ganze Volk hat 7 Tage lang für sie gewartet. Warum? In Talmud Sotah, dort gibt es eine Berechnung, 500-fach hat sie bekommen zurück. Das heißt, beim Guten bekommst du das 500-fache zurück. Leider Gottes, heute gibt es Leute, die das Gute nicht schätzen, was ihre Eltern ihnen gegeben haben. Aber das war nebenbei jetzt. Zurück zu unserer Parasha. Eben Ezra, ein sehr großer Gelehrter, der zur Zeit vom Rambam gelebt hat. Und der Rambam, er hat seinem Sohn gesagt, lass alle Kommentatoren auf die Seite und lerne nur den Eben Ezra. Eben Ezra, das ist einer der Kommentatoren, der wirklich tief in die Sache reingeht. Eben Ezra fragt eine Frage, nicht in dieser Parasha, sondern in Parashat Beshalach. So nicht hier, Parashat Beshalach im Buch Schmott. Er fragt eine Frage, die auch verbunden ist mit unserer Parasha. Als Am Israel aus Ägypten rausgezogen sind, sie kommen kurz vor dem Meer, kurz vor der Meeresspaltung, und es kommen dorthin jetzt. Die Ägypter rennen nach und Panik in Israel, bei Am Israel. Welche Panik? Die Ägypter kommen, was machen wir jetzt? Was sollen wir tun? Gehen wir zurück oder kommt es vielleicht, werden wir wieder Sklaven oder was? Eben Ezra fragt, Moment, wie viele Ägypter sind dort überhaupt gekommen? Es steht in der Tora geschrieben, 600 Rechel Bachur. Das heißt, 600 Kutschen waren dort. Wie viele Juden waren es dort bei dem Auszug aus Ägypten? 600.000 Männer von 20 bis 60, plus Frauen, plus Kinder, plus Ältere. 600.000 haben Angst vor 600 Kutschen. Sagen wir in der Kutsche, 3, 4 Leute, wie viele sind dort? 1.000 Menschen pro Kutsche. Welche Angst habt ihr? Noch dazu war Hamushim alumne Israel. Die sind bewaffnet rausgekommen. Jeder hat ein Schwert bewaffnet. Und ihr habt Angst vor den 600 Rechem Bachur? Sagte Eben Ezra, Gott hat absichtlich das Ganze gemacht, dass Am Israel 40 Jahre lang in der Wüste war, weil, warum haben sie Angst gehabt? Sie waren Sklaven. In der Seele tief, die waren noch Sklaven. Die konnten ihre Herren, einen Ägypter, sie haben schon sofort Angst gehabt. Aber ihr seid 1000. Trotzdem, die haben noch, in ihrer Seele, die waren noch versklavt. Die waren noch Sklaven. Die haben sich selbst unterschätzt. Die haben sich selbst unterschätzt. Das heißt, sie waren noch nicht reif genug. Sie waren vom Seelischen her, die waren noch schwach. Deswegen sagt der Eben Ezra, wenn so ein schwaches Volk jetzt nach Eretz Israel kommt, dort gibt es 31 Könige, mit denen die dort Krieg geführt haben. Wie kann so ein schwaches Volk gegen solche Könige, wie kann er mit ihnen Krieg führen? Wie können sie das Land erobern? Sagt der Eben Ezra, deswegen hat Gott das ganze Volk in der Wüste sterben lassen und dann ihre Kinder, die schon als frei geboren sind, die können nachher das Land erobern. Wunderschöner Perusch, wunderschöner Kommentar von Eben Ezra. Aber irgendwie passt es nicht zusammen mit dem, was wir jetzt in der Parasha gelesen haben. Weil hier in dieser Parasha, Shlach Lecha, warum waren wir 40 Jahre lang in der Wüste? Yom Lashana, Yom Lashana. Pro Tag, die Spione waren, 40 Tage lang waren sie spionieren. Und für jeden Tag haben die bekommen, ein ganzes Jahr in der Wüste zu bleiben. Und all diejenigen, die geweint haben,
All diejenigen müssen in der Wüste sterben. Das heißt, es war nicht jetzt der Grund, warum wir 40 Jahre lang in der Wüste waren, weil wir ein schwaches Volk sind. Der Hauptgrund war die Spione, oder vielleicht war eins von den zwei, es passt irgendwie nicht zusammen. Und überhaupt, Ebenezer, wenn du sagst, dass ein schwaches Volk nicht das Land erobern kann, kannst du ein schwaches Volk aus Ägypten ausziehen? Nein. Wer hat sie rausgebracht? Gott. Nur dann Gott soll sie auch reinbringen in Erz Israel. Dann mit Hilfe Gottes sollen sie dann das Land erobern. Sondern es gibt zwei Wege bei uns. Es gibt den natürlichen Weg und es gibt Gottes Weg, sagen wir. Es gibt den natürlichen Weg, den natürlichen Weg, dass du zum Beispiel jetzt, du musst arbeiten und mit dem Arbeiten verdienst du das Geld und je mehr du arbeitest, desto mehr verdienst du. Wo zum Beispiel, sie ist einmal gekommen zum Saba Minowardok, großer Rabbiner, ist zu ihm gekommen, ein Chico, und sagt ihm, Quod Arab, sie sagen immer Emuna, Glaube und alles hängt vom Glauben ab und Parnasam Ishamayim, das unser Lebensunterhalt, wie viel wir verdienen, alles ist von Gott. Aber wie wir sehen, sagt er ihm, die Leute, die mehr arbeiten, verdienen mehr. Und die, die weniger arbeiten, verdienen weniger. Was sagst du, alles hängt von Gott ab? Sagt ihm, Saba Minowardok, er gibt ihm ein Maschal, eine Geschichte. Sagt ihm, es war einmal ein junges Paar, die geheiratet haben und sie wussten nicht, von was der Mann sich ernähren soll, welchen Job er nehmen soll. Heute gibt es in den Schulen, gibt es diesen Job, was man beratet, ja, welchen, wie heißt das, Berufsorientierung, ja, sowas. Berufsorientierung, ja, sowas ähnliches. Die hatten das damals nicht gehabt. Das ist der Mann und die Frau sagen, was sollen wir machen? Die Frau sagt ihm am besten ist, du sei Sapochnik, Schuster. Ein guter Job, Schuhe reparieren. Leute kommen ihm mit zerrissenen Schuhen, du verdienst damit Geld. So war mein Vater, sagt die Frau. Und er kann dir auch Tipps geben. Ja. Sagt er, ja, mein Vater war Uhrmechaniker. Sagt er, vielleicht mache ich das, was mein Vater gemacht hat. Hin und her, am Ende, sie haben sich entschieden, er wird sein Uhrmechaniker, ja. Haben gearbeitet und Gott sei Dank, ihr Lebensunterhalt verdient damit. Nach 30, 40 Jahren sitzt dieser Mann sitzt bei sich im Salon und sagt seiner Frau, Mädelach, du weißt nicht, was für ein Wunder mit uns geschehen ist. Gott sei Dank habe ich mich entschieden, ein Uhrmechaniker zu sein. Weil, stell dir vor, ich hätte mich entschieden, so wie du gesagt hast, Schuster zu sein. Ich arbeite schon 40 Jahre lang bei mir im Geschäft und kein einziges Mal ist jemand gekommen und hat mich gebeten, Schuhe zu reparieren. Stell dir vor, ich wäre jetzt Schuster, was wäre passiert? Ihr lacht, aber dasselbe sagt er ihm, genau dasselbe gibt es so. Du hast dir ausgesucht, ein Uhrmechaniker zu sein, dann wundere dich nicht, wenn keine Schuhe zur Reparatur kommen. Dasselbe auch da. Du suchst dir den natürlichen Weg aus. Du sagst, hallo, ich will arbeiten, ich will, je mehr ich arbeite, desto mehr ich verdiene. Dann wundere dich nicht, dann ist es so genauso, wie du willst. Aber wenn du sagst, nein, ich wähle mir den zweiten Weg aus. Ich mache ein bisschen statt du zwei, drei Stunden arbeiten, meine Pflicht erfüllen, dass ich mich ein bisschen bemühe, den Rest, ich schmeiße es auf Gott. Und dann wirst du sehen, dass das ist wirklich dann, wenn du dich auf Gott verlässt, wirst du sehen, wie Gott dir nachher von ganz anderen Plätzen, die du niemals gedacht hast, von dort bringt er dir plötzlich da ein bisschen, dann von dort ein bisschen. Kommt darauf an, welchen Weg du dir aussuchst. Den einen oder den anderen. Sagt der Chovat HaLevavot. Ich wiederhole das sehr, sehr oft, weil das ist ein Grundsatz, den wir wirklich jeder auswendig wissen müssen. Chovat HaLevavot in der Einleitung vom dritten Kapitel sagt, wenn sich jemand an jemanden oder an etwas anderem als Gott verlässt, so
sagt er, Messira Kadosh Baruch Hu Ashgachato Mimeno, Gott. Ashgachato, dass er sich um ihn kümmert. Er lässt ihn beiseite, sagt ihm, weißt du was? Du verlässt dich nicht auf mich. Du verlässt dich auf deinen Job. Du verlässt dich auf deine Weisheit. Du verlässt dich auf deine Schönheit. Du verlässt dich auf was weiß ich was. Weißt du was? Ich werde dir nicht helfen. Bleib mit dem, worauf du dich verlassen hast. Bleib mit dem zusammen. Und jetzt will ich sehen, wie du zurechtkommst. Und da, Moray wa Rabotai, da ist es sehr, sehr schwer zurechtzukommen, wenn Gott nicht hilft. Deswegen sehr, sehr wichtig, an Gott zu vertrauen. War dasselbe war auch noch. Ja, eine Frage, ob nicht das Leben in das Spiel. Wieso hat man überhaupt die Spione dann geschickt, wenn sie dann nicht kritisieren dürfen? Was kann man erwarten, dass sie sagen, als sie dann eine Welt waren? Da sollten sie sagen, es ist alles okay. Wie sollten sie dann geschickt, wenn sie kommen sollten und sagen sollten, es ist alles okay? Super, sehr gut. Wir kommen gleich dazu. Sehr gut. Wir kommen gleich dazu. Was Ähnliches war auch noch. Damals, als Chazon Ish mit Ben-Gurion sich getroffen haben. Es war ein sehr historisches Treffen. Ben-Gurion, er wollte, dass auch die Mädchen und auch die Bachurei Yeshivot, dass auch sie zum Militär gehen. Gibt es keine Yeshivot, muss man nicht lernen. So wollte Ben-Gurion. Er wollte das Ganze machen und dann kommt der Chazon Ish. Chazon Ish kommt und sagt, auf gar keinen Fall, in die Yeshiva, die Burschen gehen in die Yeshiva, diejenigen, die Lehrtora lernen. Und die Mädchen, er hat seinen Nichten gesagt, wenn man kommt, euch abzuholen, seid bereit, euer Leben zu opfern. Seine Minister, dem gesagt, du, pass auf, da gibt es keine, mit dem Chazon Ish, leg dich nicht an. Sagt er, wer ist das überhaupt? Ich will ihn einmal sehen. Minister, Premierminister, wer ist jetzt dieser Chazon Ish, der mir sagen soll, was zu tun ist? Ein großes Treffen, Ben-Gurion kommt nach Bnei Brak und sieht, ein ganz einfacher, kleiner Mann sitzt in einer ganz normale Wohnung, keine Diener, keine gar nichts, ganz arm, einfach sitzt, den ganz offenen Gemara, lernt Torah. Sagt er ihm, ganz kurz jetzt, ich komme direkt zur Sache, sagt er ihm, warum bist du dagegen, dass die Leute zum Militär gehen, sagt er, nein, die Leute, die nicht Torah lernen, sollen Militär gehen, aber die, die lernen, greif sie ja nicht an. Dann fragt ihn Ben-Gurion, sagt ihm, du, aber wenn Krieg entsteht, willst du, dass diese Bachurei Yeshivot mit den Gemarot, mit den Talmud kommen und Militär machen und einen Krieg führen mit den Gemarot? Wir sind in einem Land, Israel, ein Land, das umzingelt ist, leider Gottes, mit Blutgierigen, die dieses jüdische Volk vernichten wollen. Und sagt ihm, wir müssen, wir brauchen ein Militär. Wie willst du dann, wenn es eine Zeit ist, wo wir das brauchen, mit den Gemarot kämpfen? Sagt ihm, ich gebe dir ein Beispiel. Es gab mal jemanden, der, ein Kutscher, der jemanden von einem Platz zum anderen gebracht hat. Es war Winter, eiskalt. Und er sieht schon minus, in Russland, minus 30, minus 40, und er sieht schon, dass seine Ohren beginnen zu frieren. Er sagt, du, ich spüre meine Ohren, die frieren schon ein. Sagt er, pass auf, das kann gefährlich sein. Weil wenn sie eingefroren sind, ein kleiner Schlag und die sind weg. So wie Schnitzel, ja, tack, und die geht kaputt. Was soll ich tun? Sagt er, geh runter jetzt sofort, nimm ein bisschen Schnee, und mit dem Schnee mach es ein bisschen heiß, und dann kannst du weiterkommen. Er geht runter mit dem Eis, sieht, ist geschmolzen, die leben wieder die Ohren. Und fahren weiter. Er kommt nach Hause zu seiner Frau und sagt, du weißt nicht, was für ein Wunder geschehen ist. Was ist geschehen? Meine Ohren sind eingefroren. Nun, und ich habe Schnee genommen und mit diesem Schnee habe ich die Ohren wieder aufgewärmt. Und was ist das für ein Wunder? Stell dir vor, ich wäre gefahren, Juli, August. Da wäre kein Schnee auf dem Boden. Womit hätte ich meine Ohren heiß gemacht dann? Sagt sie mir, Juli, August, wenn es heiß ist, dann brauchst du keinen Schnee, um es aufzuwärmen. Genau dasselbe hat Chazon Ish dem Ben-Gurion gesagt. Momentan, ihr habt es reingebracht, von Ausland nach Israel, als ihr reingebracht, die Frost,
von der Ungläubigkeit. Habt sie mit euch dahergebracht. Nur dann, wenn es so eine Frost gibt, dann braucht man den Schnee, braucht man Militär. Aber wenn du mit dem Glauben da lebst und wenn du dich auf Gott verlässt, dann brauchst du diesen Juli, August, brauchst du nicht diesen Schnee. Weil da ist nachher hast du den Gott, der uns beschützt, und dann brauchst du das gar nicht zu tun. Jetzt. Zwei Wege gibt es da. Entweder den Weg, wo du selber tun, den natürlichen Weg, oder der zweite Weg ist, wo du dich an Gott vertraust. Jetzt. Und jetzt kommen wir zur Frage von, was ich gefragt habe. Das Volk kommt zu Moshe Rabbeinu. Sagt die Moshe, wir wollen jetzt das Land spionieren. Wer weiß, was dort ist? Gott sagt, ich habe euch ja gesagt, Eretz Zabat Chalav Udvash, ein wunderbares Land. Und ihr habt kein Vertrauen an meine Wörter. Ihr wollt schicken. Kein Problem, schickt's. Aber Chayechem, Sha'inoten Lachem Makom Litot. Ich werde euch geben eine Lücke, wo ihr fallen könnt. Müsst nicht fallen, aber ihr könnt dort fallen. Aber leider Gottes sind sie dort runtergefallen. Das heißt, sie wollten unbedingt, hätten sie von Anfang an den Weg des Vertrauens ausgesucht. Wir vertrauen an Gott, wir wissen, Gott verspricht. Wenn er verspricht, wir gehen seinen Weg. Genauso wie er uns aus Ägypten rausgebracht hat. Genauso wie er uns alle Wunder bis jetzt gemacht hat. Nur dann wird er noch weiter in die restlichen Wunder machen. Aber nein, von Natur geht es ja gar nicht. Und wir müssen schauen, wir müssen Spione schicken. Na, in so einem Fall, du hast dir ausgesucht jetzt den natürlichen Weg. Du hast dir ausgesucht, du wolltest unbedingt die Spione haben. Kein Problem, die Spione gehen hin und sie kommen nachher und erzählen das, was sie sehen wollten. Auch da, dieser eine Punkt ist wichtig. Sie haben zwar Sachen gesehen, aber das, was sie sehen wollten, sie haben das interpretiert, so wie es für sie am besten war. Sie haben gesehen, oh, so ganz große Menschen, Bnei Anakim Ra'inu Sham, und wir haben das und jenes gesehen. Warum war das, dass sie das alle so schlecht interpretiert haben? Weil diese Spione, Moshe Rabbeinu hat gesagt, okay, ich muss jetzt schicken Spione, ich werde schicken die Besten. Ich, Anashim, das sind die ganz Großen, die Guten. Eigentlich Joshua und Kalev, die waren auch nicht die Besten von den 12. Weil laut dem, wie sie aufgezählt wurden, das war ihre Wichtigkeitsskala. Ja? Der Erste, der erwähnt wurde, war der Beste und so weiter. Joshua, glaube ich, war der Vierte oder der Fünfte. Joshua und Kalev waren so. Moshe Rabbeinu weiß, die gehen jetzt dorthin. Und deswegen Moshe Rabbeinu Joshua, sein Name war vorher Hoshea, sagte ihm, ich segne dich jetzt und gebe dir noch einen zusätzlichen Buchstaben zu deinem Namen und du wirst jetzt genannt Jehoshua. Warum? Ja, Yehoshiacha me'atzat ha-meraglim. Gott soll dich retten von falschen Sachen. Von falschen Sachen der Spione. Ja, Yehoshiacha me'atzat ha-meraglim. Und da stellt sich die Frage, Moshe Rabbeinu, wieso ausgerechnet den Joshua hast du gesegnet und die anderen nicht? Warum nur Joshua gesegnet? Und zwar, Joshua, wie wir wissen, das war der Schüler von Moshe Rabbeinu. Nar lo yamish mitoch ha'ol. Er war die ganze Zeit mit Moshe Rabbeinu eng zusammen. Überall, wo Moshe Rabbeinu geht, er geht mit ihm hin. Sogar als Moshe Rabbeinu zum Berg aufgestiegen ist. 40 Tage, 40 Nächte, das ganze Volk ist im Lager. Aber Joshua wartet dort, am Anfang des Berges. Wartet bis Moshe Rabbeinu. Warum? Vielleicht noch 2, 3 Schritte mehr, kann ich noch was von meinem Rabbi lernen. Joshua. Also, wir haben das damals als Beispiel gegeben. Als Beispiel, wenn der Rabbiner jetzt irgendwo verreist. Joshua als Schüler, er wartet im Flughafen. 40 Tage, 40 Nächte, bleibt im Flughafen und wartet, bis der Rabbiner kommt. Wieso? Weil sobald jetzt diese Tore aufgehen, kann ich vielleicht noch 2, 3 Wörter vom Rabbiner lernen. Bitte das heute nicht machen, weil dort gibt es keinen Platz im Flughafen.
Ja? Aber du siehst, Joshua war ein ernster Schüler von Moshe Rabbeinu. Und damals, als Eldad und Medad, letzte Woche haben wir darüber gesprochen, gekommen sind und prophezeit haben, dass Moshe Rabbeinu stirbt und Joshua hat sich aufgeregt. Adonim Moshe Kelem. Moshe Rabbeinu hat Angst. Warum? Er sagt, so einer, der zu fromm, heute nennt man das fanatisch, jemand, der zu fromm ist, das kann gefährlich sein. Und wir müssen nur die Nachrichten einschalten und wir sehen, wie gefährlich es ist, Fanatismus, wie gefährlich das ist. Moshe Rabbeinu hat Angst. Er sagt Joshua, er kann mit guten Herzen, mit guten Eigenschaften, er kann vielleicht jetzt mit guten Gedanken, kann er vielleicht jetzt einen Fehler machen und dieser Fehler wird nachher unverbesserlich sein. Warum? Es gibt zwei Arten von Menschen, die eine Sünde machen. Jemand, der sündet und er weiß, dass es eine Sünde ist. Aber es gibt noch eine zweite Art. Jemand, der sündet und er glaubt, er macht eine Mitzwa. Das Schlimmste von allen. Über dem eine Mitzwa, über ihm das schon zu reden. Und es ist eine Mitzwa, ihn zu töten. Leider Gottes gibt es. Wie gesagt, Fanatismus heute brauchst du nur Nachrichten einschalten. Eine Mitzwa, ihn zu töten. Und wir sehen leider Gottes, eine Mitzwa, das zu machen. Aber wie, wo? Ich habe im ganzen Shulchan Aruch habe ich nicht so eine Mitzwa gefunden. Nein, aber bei ihm ist es anders. Bei ihm, Moshe Rabbeinu hat jetzt Angst, dass Joshua, weil er Moshe Rabbeinu so sehr liebt, dass er vielleicht jetzt absichtlich eine sündigen wird. Er wird sagen, ich werde jetzt absichtlich über Eretz Israel schlecht reden. Dann was passiert? Dann werden wir 40 Jahre lang in der Wüste bleiben. Und dann, mein Rabbi bleibt im Leben 40 Jahre lang. Moshe Rabbeinu sagt, nein, auch wenn du hast eine gute Absicht. Du willst, dass ich noch 40 Jahre lang weiterhin lebe. Aber das ist gegen Gottes Wille. Davon habe ich Angst und ich will nicht, dass du das machst. Deswegen sagt er, Al-Tiye-Tzadik-Arbe. Man muss wissen, manchmal nicht übertreiben, sogar beim Tzadik-Sein gibt es einen Rahmen, nicht übertreiben, sei nicht ein zu großer Tzadik. Und manchmal diese zu große Tzadik, es ist manchmal eine Sünde sogar. War einmal bei Rabbi Israel Misalant. Ere Yom Kippur am Abend, Kol Nidre, man sagt es immer vor Sonnenuntergang. Und jetzt die ganze Gemeinde, alle sind schon weiß angezogen, 40 Tage lang, Slichot, bald kommt Slichot, Shtabach Shemulat, die Zeit vergeht schnell. 40 Tage Slichot, Rosh Hashanah, Aseret Yemei Teshuva und Yom Kippur, jetzt wir sind schon da, Versöhnungstag. Sie sehen, die ganze Gemeinde ist da, aber der Rav ist nicht da, Rabbi Sami Salant. Wo ist der Rav? Sie warten, aber die Sonne geht unter, wir können warten, aber die Sonne wartet nicht. Kann man nichts machen, sie haben begonnen ohne den Rahmen. Kol Nidre, Besare und so weiter. Nun, Kol Nidre fertig, dort war eine Mutter, sie hat ihr Baby alleine zu Hause gelassen. Sie hat gesagt, ich werde nicht bis zum Ende des Gebetes bleiben, weil vielleicht, sie haben lange gewartet, vielleicht wird jetzt das Baby aufwachen. Sie geht zurück und sie sieht dort bei sich zu Hause Rabbi Israel Misalant mit dem Sidur in der Hand und beruhigt das Baby. Er sagt, ich bin auf dem Weg zur Synagoge und ich höre vom offenen Fenster, ich höre ein Baby weint und schreit und weint. Abgeklopft, niemand war da, ich gehe rein, sehe das Baby alleine zu Hause, Baby allein zu Hause, weint dort. Ich habe genommen dort neben dem Baby mein Gebet gebetet, aber was kann das Baby dafür, dass seine Mutter so verrückt ist und jetzt in die Synagoge geht? Oder er hat einmal gesehen, Yom Kippur einmal. Rabbi Samuel Salant, er kommt und er begrüßt einen Shalom Aleichem und der eine, der war so jetzt tief jetzt in den heiligen Tagen, welches Shalom Aleichem, ich bin jetzt ist das Gericht, es geht um Leben und Tod und lass mich in Ruhe und geht auf den. Er kommt zu ihm hin und sagt ihm einen Satz, das ist nach ein Symbol von Rabbi Israel Misalant gewesen, ein symbolischer Satz. Sagt er ihm, was kann ich dafür, dass du gottesfürchtig bist? Warum muss ich leiden, wenn du gottesfürchtig bist?
Was kann ich dafür, dass du gottesfürchtig bist? Bitte, dass man uns diesen Satz nie sagt. Aufpassen, du bist gottesfürchtig. Tu so, dass du anderen damit nicht schadest. Rabbi Samuel sagt, was kann ich dafür, dass du gottesfürchtig bist? Einmal oder Yom Kippur. Einer ganz weiß angezogen und alle sind mal wenig Platz in der Synagoge. Einer kommt und mit seinen Ellbogen verstoßt alle auf die Seite, so wie American Football, ja, und geht bis ganz am Anfang von der Synagoge. Die Leute sagen, schau, ist ganz weiß, wie ein Engelser. Sagt Rabbi Israel, wie ein Malach HaBala, wie der Todesengel ist er. Nicht normal Engel, Todesengel. Was ist das? Er geht, stoßt alle auf die Seite. Engel, Engel, bleib Engel für dich selbst. Schade nicht den anderen, wenn du jetzt gotteswürdig bist. Auch da, das jetzt wird jetzt verständlich sein bei den Spionen, Meraglim. Die Spione, die haben sich ausgewählt, welchen Weg? Den natürlichen Weg. Wir wollen schauen, wir wollen sehen, wohin wir gehen. Wir wollen sehen, ob wir das Land erobern können. Wir wollen sehen, wie. Ah, ihr habt euch ausgewählt, den natürlichen Weg. Kein Problem. Der natürliche Weg ist es, dass ein Sklave kann nicht zurechtkommen und kann nicht erobern. Der natürliche Weg ist, dass ihr in der Wüste sterben müsst und die neue Generation erst das Land erobert. Das heißt, wir sehen da mit diesem Ebenezer, dass das gar kein, diese 40 Jahre war eigentlich keine Strafe, sondern es war der Weg, den sie sich selbst ausgesucht haben. Sie wollten den natürlichen Weg. Das heißt, es war nicht Gottes Befehl, geh und schick die Sklaven, die Spione. Sondern es war ihr Wille, sie wollten. Sie haben gesagt, wir wollen den natürlichen Weg. Wie können wir ein Land erobern, ohne Spione zu schicken? Ah, ihr wollt den natürlichen Weg. Und diesen natürlichen Weg haben sie nachher bekommen. Auch da sehen wir, als Moshe Rabbeinu hat sie gefragt, ihr geht dorthin jetzt zum Land. Schaut, wie das Land ist, von welcher Seite kann man es erobern. Ob es Hatovai, Ashmenaim, Raza, Hayesh Ba'etzim ein. Er hat sie nur natürliche Fragen gefragt, außer eine Frage, sie war die spirituelle Frage. Hayesh Ba'etzim ein. Gibt es dort einen Baum oder nicht? Was ist aber mit dem Baum? Mit dem Baum, sagt Rashi, gibt es dort einen Tzadik, einen Gerechten, der für sie beten kann und dank seinen Verdiensten vielleicht Gott sie verschonen wird. Und alle 10 Spione haben alles gesagt, außer über den Tzadik, über den Baum nicht. Aber Joshua und Kaleb, die haben gesagt, Mapitom, was redet ihr da? Sie haben gesagt, Gott wird uns es geben, Gott wird uns das Land geben, Sarzilam, aus, die haben nicht mehr den Tzadik, den Iov, der damals dort war. Die haben nicht mehr den Tzadik, Sarzilam. Und wir werden können, mit Gottes Hilfe werden es bekommen. Das heißt, sie haben immer gesagt, Gott wird uns helfen und mit Gottes Hilfe werden wir es schaffen. Und so sind diese 2, Joshua und Kaleb, sind verschont worden von all diesen 12 Spionen. Gott soll uns jeden, Bezat Hashem, den richtigen Weg weisen, schauen, dass wir nicht zu Tzadikim werden, dass wir, wenn wir gottesfürchtig sind, dass wir wirklich mit unserer Gottesfürchtigkeit niemand anderen damit schaden. Und so wird das schon jeder von uns gebracht haben wird. Baruch Adonai Olam, Amen.